Sie kann sich auch ducken, gell? Duck dich mal kurz. Sehr gut. Und jetzt kack mal. Okay, kannst du nicht. Gut, gut. Sprich nicht fürs Spiel. Labernett, Alter, bleib stehen. Wie komme ich jetzt an dem... Okay, der Baum ist schon mal schön in ihm drin, herrlich. Er fängt an zu rennen! Drunter lauf! Gott, ist die langsam! Oh Gott, er fickt uns, er fickt uns, er fickt uns. Halt dein Maul! Nein! Ich habe regnet es nicht. Komm! Nein! Nein, Mann, du Troller! Fuck! Kinder, willkommen zurück zur weiteren Folge Soße Wutz! Wir wissen doch hier noch ganz genüsslich an dem... die Tombstones haben uns ins Leben zurückgerufen. Sehr schön. Wir werden nun einen Weg gehen, den dieser Drecksack nie im Leben herausfinden wird. Sie kann sich doch ducken, gell? Duck dich mal kurz. Sehr gut. Und jetzt kack mal. Okay, kannst du nicht. Gut, gut. Sprich nicht fürs Spiel. Ich nehme einfach mal an, dass wir in diesen beleuchteten Raum da rein müssen. Kann man da hinten? Nee, kann man nicht. Können wir irgendwie an dem vorbei? Also ich meine, hier drüber ging, sah das ja schon nicht schlecht aus. Wisst ihr was? Wisst ihr, was wir machen? Wir rennen einfach voll drauf zu. Der braucht doch ewig zum Aufstehen, der Kerl. Achtung, here we go. Nein. Ah, es steht schon. Nee. Halt dein Maul mal mit deiner kleinen Mini-Badehose. Nein. Nein. Bitch! Du wie rumkeult davon dran. Gott, wir haben es locker geschafft. Ganz locker haben wir das gemacht. Der weint ja richtig. Der wollte uns doch ein bisschen durchnudeln. Weißt du, ist schon eine sexy Frau hier, die Troller, ne? Da kann man schon mal seine Nudeln ein bisschen auspeitschen. Okay, hier kommen wir schon mal nicht rüber. Wir müssen hier unten lang. Aber hier kommt noch so ein Troll. Es geht hier gerade ziemlich tief in diese Höhle hinein. Ich habe mir gewünscht, dass wir da oben lang gehen können, wo die Lichter sind. Aber wir müssen wohl hier unten rein in den Puff. In den Spalt des Schreckens. Aber hey. Sie rennt erstmal woanders hin. Aber hey, hier ist immerhin schon mal ein kleiner Durchgang. Und hier sind keine weiteren Geräusche mehr. Viel, viel angenehmer. Als da noch in... Was war denn das? Viel angenehmer als da bei den Häuschen. Oh nein. Oh, ich rieche gleich wieder irgendwas Riesiges. Oh Gott, duck dich, Troller, duck dich. Beruhig dich jetzt! Das ist echt eine coole Höhle. Ein alter Stollen, ein alter Bergbaustollen nehme ich an. Das sehe ich direkt mit meinen Augen. Ich habe nämlich sowas früher studiert. Bergbau, Stollen. Und ja. Und das da oben ist Holz. Oh no. Okay, da ist offen. Da unten liegt was. Und irgendwas hat gerade eben gesagt, ihr macht. Aber ich sehe nichts. Okay. Gut. Ich nehme mal das Jacke von unserem Son. Ich das? Mit den Steinchen, die hier rumrollen. Okay, bleibt cool jetzt. Von hinten kommt nichts, gut. Dahin, Troller, hierhin. When I saw Espen's jacket there on the ground, it felt like something inside me broke. I suddenly realized that this was really happening. He'd been taken from me. His coat. His little coat. Lying in that dark place. I was his mother. I was supposed to protect him. He trusted me and I let him down, as I had so many times before. His jacket was a symbol of my failure. I promised myself I would find him and bring him back. Das gleiche, was ich just hoped that was a promise I could keep. Geil. Richtig cool. Also wirklich, also da freue ich mich schon echt drauf auf die Gesamtumsetzung, wie sie das verwursten. Gute Story, ja. Auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Kann ich hier irgendwie noch einfach jetzt schon mal ins nächste reingehen? Nee, kann ich nicht. Schade. Da hocken zwei fette Vögel, die waren vorhin noch nicht da. Was will uns das Spiel damit sagen?